Jo Leute, in diesem Part ist es endlich soweit. Ich werde gegen Olaf antreten. Und Olaf ist ebenfalls ein Krypto-Vorstand. Und im letzten Part habe ich es geschafft, dort oben bei der Maschine in der Krypto-Festung hier die Spannung so weit zu erhöhen, dass alle Förderbänder stillstehen und das System in sich zusammengebrochen ist und auch die Software zur Krypto-Pokémon-Erschaffung ist gelöscht worden. Das Einzige, was ich jetzt eben, wie gesagt, noch machen muss, ist Olaf von hier zu vertreiben und dann liegt eigentlich dieser ganze Komplex hier für immer still. Also dann, ich gehe jetzt rein. Wo ist denn meine Crew? Du hast sie verjagt? Jeden Einzelnen? Unfassbar, ein kleines Kind kämpfte alle Krypto-Pokémon, die wir produziert hatten? Ja, du hast diese Fabrik ausgeschaltet, damit meinen guten Ruf und mein Ansehen ruiniert! Jetzt hast du es wirklich geschafft, ich koche vor Wut, das wirst du mir büßen! Ich mach dich fertig! Eine Herausforderung von Krypto-Vorstand Olaf. Oh, Backe. Jetzt geht's los. Das ist jetzt bereits der dritte Krypto-Vorstand, gegen den ich kämpfe. Der erste war ja Lucilla und der zweite war Sif und er ist jetzt der dritte und der hat 6 Pokémon im Team. Der hat das Team voll. Naja gut, das passt auch zu einem Krypto-Vorstand. So, erstmal Donnerblitz auf Seeong und Flammenwurf auf Stollrak. Ja klar, Schutzschild, ey. Wie feige. So, aber Seeong hat keine Chance. Genau. So, ein Lashokin. Ein weibliches. Das müsste ja dann Lashokin heißen. Wie dumm. So, okay. Donnerblitz auf Lashokin. Und jetzt aber Flammenwurf auf Stollrak. Und zack. Du hast doch keine Chance, du blöder Gorilla. So benimmt er sich irgendwie. So, und Kirlia kriegt auch ein Level-Up dank des EP-Teilers. Er erreicht Level 25. Der hat auch einen Ursaring. Das hatte doch der vorherige Typ auch. Und verbrenne! Und tschüss. So, bei dem geht ein Pokémon nach dem anderen down und jetzt hat er ein Razaf. Und das ist ein Krypto-Pokémon. So. Der hat aber dann noch eins, das ist dann auch ein Krypto-Pokémon. Kann er nur noch mehr sein. So, Donnerwelle auf Razaf und Flammenwurf auf Ursaring. Puh, Razaf kann ganz schön gefährlich werden mit seinen Kampfattacken. Da habe ich Angst um meinen Hundemon. Aber erstmal verbrenne ich deinem Ursaring den Pelz. Na klar, überlebt, wie fies. Haha, kannst nicht angreifen. Nein, nicht Erdbeben, bitte nicht. Nein, Blitzer! Du Bastard! Haha, aber du hast Razaf auch getroffen. Vollidiot. Hundemon ist auch platt, das gibt's doch nicht. Alter, ist der Typ stark. Das kann nicht wahr sein. Okay. Tengulist und Yugong, jetzt müsst ihr ran. Ach du heilige Scheiße. Habt ihr das gesehen? Das war auch beides mal ein Volltreffer. Sonst hätten die es vielleicht ganz knapp überlebt, aber so? Ey, wie fies. Dann hat er ja noch eins über. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Gigasauger auf Ursaring und... Dann probiere ich ganz einfach trotzdem mal einen Hyperball aus. Vielleicht kann ich Razaf ja schon fangen. So. Schauen wir mal, ob das reicht. Aber ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Haha! Es wurde gefangen! Yay! Supi!
So, aber jetzt hat er noch ein Krypto-Hypno. Na, ganz toll. So, na warte. Giga-Sauga! Wenigstens habe ich jetzt auch seinen Ursaring Platz gemacht. Mit deinem scheiß Erdbeben, du blöder Bär! Geh kacken! So, und Jugong erreicht Level 35. Sehr schön. So, ach du meine Fresse. Was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur, was soll ich denn nur tun? Am besten eine Finte auf Hypno und zur Sicherheit benutze ich einen... Ich benutze diesen einen Top-Beleber und belebe Blitzer wieder. So. Finte! In your face! Ja, das ist sehr effektiv, genau. So, was macht es? Krypto-Sturm! Oh mein Gott, eine neue Krypto-Attacke. Die wahnsinnig stark ist und, glaube ich, sogar beide Pokémon trifft, oder? Ja. Das ist so ähnlich wie Kryptowelle, nur stärker. Warte mal. Tengulist macht noch eine Finte auf Hypno und Jugong Austausch auf Blitzer. So, das wäre doch gelacht, wenn ich den nicht besiege. Diesen blöden Affenanus. So. Finte! Sehr schön. So, jetzt macht schon wieder Kryptosturm. Ja, das sieht aus wie ein dunkler Wirbelwind. Boah, ey! Tengulis hat mit einem KP überlebt. Das ist ja geil. Mit einem KP. So, ich könnte rein theoretisch schon probieren, es mit einem Hyperball zu fangen, oder? Sollte es nicht klappen, wird es noch vom Blitzer paralysiert. So, Daumen drücken! Bitte fang mir Hypno, bitte! Ja, ich hab's geschafft! Muhahaha! Spiele besiegte Kryptovorstand Olaf! Ja! Jetzt reicht's, damit kommst du nicht durch, jetzt hast du den Bogen überspannt. Das lasse ich mir nicht gefallen, ich jage die Fabrik in die Luft, mit dir. Was zum... Captain Olaf, genug jetzt, akzeptieren Sie Ihre Niederlage. Meister Phrynos! So treffen wir uns also wieder, du erinnerst dich doch an mich, nicht wahr? Sehr richtig, ich bin Herr Opulos, oder sollte ich besser sagen Phrynos, Großmeister des Team Krypto. Ich muss gestehen, ich bin erstaunt. Ich hätte nie gedacht, du könntest unsere Fabrik zerstören. Doch das ist unwichtig. Auch wenn die Massenproduktion von Krypto-Pokémon gestoppt wurde, ist unser eigentlicher Masterplan ungefährdet. Wir haben die Arbeit an dem XD-001 abgeschlossen. Es ist nun bei mir. XD-001? Das ultimative Krypto-Pokémon, das gegen den Erlösungsprozess immun ist? Nun werde ich den Abschluss unseres Planes zur Aktivierung des XD-001 vorbereiten. Glaubst du denn allen Ernstes, du könntest mich aufhalten? Ich bin im Krypto-Hauptquartier auf der Insel Obscura, kurz vor Porta Portus. Es ist eine uneinnehmbare Festung, umgeben von Sturmwinden und dem tobenden Meer, für niemanden erreichbar. Komm, wenn du es wagst, ich werde mit Freuden auf dich warten. Meister Phrynos hat so einen herrlich fiesen Sinn für Humor. Kein normales Schiff kommt gegen die stürmische See an. Und selbst wenn du es bis auf die Insel schaffen solltest, dort wimmelt es von Trainern mit Krypto-Pokémon, die ich erschuf. Und es dürfte dort noch viele weitere Krypto-Pokémon geben. Hätte XD-001 nicht das Schiff über der Wüste fallen gelassen, hätten wir nicht so lange gebraucht, Krypto-Pokémon zu erschaffen. Doch das ist nebensächlich. Es gibt massenweise Krypto-Pokémon, die ich gebührend empfangen werden. Wie viele es sind? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich es täte, würdest du aufgeben. Und ich möchte doch noch etwas Spaß haben, bevor wir endgültig diese Welt beherrschen. Also macht sich bereit! Das kann doch jetzt nicht sein.
Herr Opulus ist in Wirklichkeit Großmeister Phrenus, der wahre Anführer von Team Krypto? Das gibt's doch jetzt nicht. Und Olaf hat hier was zurückgelassen. Das ist eine Liste der produzierten Krypto-Pokémon. Alex lädt die Liste auf seinem PDA. Sehr schön, weil wenn ich jetzt hier unter meinem PDA auf Kryptodaten gehe, dann sehe ich nicht nur die Krypto-Pokémon, die ich bereits gefangen und sogar erlöst habe, sondern auch die, die ich bisher noch nie getroffen habe. Seht mal hier. Also Hypno, das war jetzt hier das letzte, das war das von Olaf gerade. Und dann können wir hier noch weiter gucken. Radikal, Enteron, Zubiris, Dodri, Porenta, Altaria, Kangama, Banett, Magma, Pinsir, Makargo, Galoppa, Nocturne, Kikli, Schlurp, Zichlor, Chanera, Sonfil, Stami, Electek, Schwalbos, Relaxo, Quappo, Pantimos, Dictri, Voltenso, Brutalanda, Knogga, Lapras, Lugia! Lugia! Das ist XD001, ein Krypto-Lugia. Wie zum Teufel nochmal haben die es geschafft, ein legendäres Pokémon wie Lugia in ein Krypto-Pokémon zu verwandeln? Und dann gibt es hier sogar noch Zapdos, Lavados und Arctos und Tauros, Rizeros, Kokowai und Dragoran und Togepi. Alter, wie zum Teufel haben die das geschafft? Sogar die drei legendären Vögel Zapdos, Lavados und Arctos wurden in Krypto-Pokémon verwandelt. Genau wie damals die legendären Hunde Entes, Recon und Reiko. Diesmal hat es die legendären Vögel erwischt. Das gibt's doch nicht. Aber vor allem ein Krypto-Lugia, das so dunkel ist, dass es schon nicht mehr wirklich erlöst werden kann. Oh mein Gott. So, wartet kurz. Ich werde hier einfach mal durchscrollen, damit die Liste mal nicht mehr mit gelben Namen ist, sondern dass die einfach mal gelesen ist. So, einfach hier so schön durch. Dann steht auch immer gekrallt von und heruntergeladen von ROM-Liste. So, okay. Also hier kann man die Spalte wechseln. Okay. Also wir sehen, die sind hier alle erlöst, da sieht man sogar den Aufenthalt, Forum 3 oder so, oder ob es im Team ist oder auf dem PC. Erlöst, erlöst, erlöst. Quiekel ist im Kryptobiss und hat schon ganz schön viel hier beim Kryptometer verloren. So, Paras, Fukanomushas, Bibor, Taboga, aha. Das Ultrarari ist ja leider, leider entkommen. Ja, wie wir sehen, Aufenthalt ist es nicht. Ja, dort gesehen, Kryptofestung. Nicht gekrallt, weil es zu dumm war und sich besiegt hat lassen. Es wurde leider besiegt und ist dann geflüchtet, aber wenn sich mal wieder mein Queen-Radar meldet, dann muss ich nur nach die Queen suchen und der Typ hat es dann in seinem Team und ich kann wieder versuchen, es mir zu krallen. So, gut. Dann sollte ich jetzt mal zurück, ich glaube am besten zurück zum ONBS, oder? Ja, ich glaube, ich werde zurück zum ONBS gehen. Weil hier gibt es jetzt für mich nichts mehr zu tun. Dann am besten noch meine Pokémon heilen. So. Diebstahl! Das ist Diebstahl! Was? Ich dachte, die sind alle verschwunden. Wer zum... Hä? Verdammt! Gebt es zurück! Rückt es sofort wieder raus! Wer? Wie? Was? Wo? Diese beiden Verrückten haben ein Krypto-Pokémon gestohlen. Einer trug sowas wie einen Mohawk und der andere hatte eine Frisur wie ein Ball. Verdammt, sie haben sich das letzte Krypto-Pokémon geschnappt, das heute noch produziert wurde, bevor die andere stehen blieb. Aha, also...
war die Queen tatsächlich hier und hat sich ein Krypto-Pokémon hier gekrallt. Also gestohlen hat es eigentlich. Sowas. Das heißt, so oder so hat die Queen ein Krypto-Pokémon dabei. Ich weiß natürlich auch, welches das ist, aber das bekomme ich erst ganz gegen Ende des Spiels. So, aber jetzt kehre ich mal... Achso, kriege ich wieder Quickel, kann erlöst werden. Jetzt kehre ich mal am besten zum ONBS zurück. Oder vielleicht sogar zum Hauptlabor? Nee, am besten zum ONBS. Quatsch, bin ich ja falsch. Muss ich noch eins rauf? Ich möchte nämlich erstmal vorhin mit Lenny sprechen und dann vielleicht noch mit Butt und White. Mann, wie dumm. So. Hi, wie läuft's? Was sagst du? Du hast nicht nur die geheime Fabrik von Team Krypto gefunden, sondern hast sie auch noch Platz gemacht? Alles klar, ich gebe Leylas Team grünes Licht für diese Story. Sie saß schon die ganze Zeit wie auf glühenden Kohlen. Okay. Gut, hätte ich jetzt nicht wirklich was sagen müssen, dann gehe ich doch lieber zu Byte. Habe ich da gehört, du hast deine Fabrik hochgehen lassen, die Krypto-Pokémon produziert, einfach so? Das haut einen ja um, ich schätze, das ist das Ende des ruchlosen Krypto-Plans. Was ist es nicht? Du meinst, Team Krypto hat ein Hauptquartier auf der Insel Obscura? Aber wo befindet sich diese Insel Obscura überhaupt? Die Insel Obscura ist eine unbewohnte Insel südlich von Porta Portus. Aber es ist fast unmöglich zu erreichen. Herkömmliche Schiffe schaffen es nicht, zur Insel Obscura zu gelangen. Gäbe es allerdings eine Art Spezialboot, dann wäre es vielleicht nicht ganz unmöglich. Ah ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir zur Insel Obscura, auf der sich das Hauptquartier von Team Krypto befindet? So. Oh, also ist unser Mobile von dem Schiff in der Wüste geflohen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wohin es geflohen sein könnte. Das arme Ding, es weint bestimmt vor Hunger und Angst. Unser Mobile ist da draußen irgendwo und muss sich von dem ernähren, was es gerade so finden kann. Such es bitte noch einmal. Ich weiß, dass wir das nie wieder gut machen können, aber wir wissen uns einfach nicht mehr anders zu helfen. Hätte ich jetzt mit euch überhaupt nicht quatschen müssen, oder wie? Ja, zur Insel Obscura, dann wird es langsam eng für Team Krypto, aber sei vorsichtig. Manche Menschen sind zu allem fähig, wenn sie in die Ecke gedrängt werden. Wo zum Teufel muss ich denn jetzt nochmal hin? Ich weiß zwar, wie man zur Insel kommt, aber vorher muss man da noch irgendwie was anderes machen. Ich glaube, ich gehe einfach mal zurück zum Pokémon-Hauptlabor und aus.
So, dann spreche ich vielleicht sogar am besten mit Professor Klein. Vielleicht kann der mir ja sagen, was ich als nächstes machen muss. So, was ist denn jetzt schon wieder? Und Tangela ist auch bereit für die Kryptolösung. Und Smapple ist auch bereit für die Kryptolösung. Oh mein Gott. Ist mir jetzt aber alles schnurzegal. Ich will nur mit Professor Klein sprechen. So, den haben wir eh gleich hier. So. Wie bitte, du hast die geheime Kryptofabrik außer Betrieb gesetzt? Das bedeutet ja, es können keine Krypto-Pokémon mehr geschaffen werden. Das sind wundervolle Nachrichten. Du hast es wirklich geschafft, Alex. Aber es müssen immer noch die restlichen Krypto-Pokémon gefangen und ihre Herzen geöffnet werden. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dir einen gewissen Gegenstand zu geben. Könntest du mich bitte bei deinem nächsten Besuch im Labor bitte aufsuchen, Alex? Ich möchte dir etwas geben. Bitte vergiss es nicht. Er möchte mir also etwas geben. Was kann das wohl sein? Der Krypto-Großmeister Phrenos hat dich herausgefordert. Du sollst ihn auf der Insel Obscura treffen. Offenbar steht dir bald der finale Kampf gegen Team Krypto bevor. Ich fürchte, das wird sehr schwer werden, mein Schatz. Aber Alex, ich weiß, dass du diese Verbrecher besiegen wirst. Ich glaube an dich. Ja, danke schön. Das ist ja nett, dass ihr hier alle so an mich glauben wollt. Okay. Na dann. So, erlösen wir erstmal die paar Krypto-Pokémon, die jetzt erlöst werden können. So, wen haben wir denn da als erstes? Tangela! Die Tür zum Herzen von Tangela ist offen, dem Nudelorg. Erinnert sich nun auch wieder an die Attacke Solarstrahl, wow. Und an die Attacke Morgengrauen. Boah, ey, Solarstrahl ist eine der allerstärksten Pflanzenattacken. So, da ist noch ein Pokémon, ja, dann befreien wir es natürlich auch, nämlich Smetbo! So, an welche Attacken erinnert sich Smetbo wieder? Na, Psychokinese. Ist ja geil. Und auch Morgengrauen. Also eine Attacke, die die KP wieder auffüllt. So. Und dann kann außerdem noch Quiekel erlöst werden. Sehr schön. Quiekel erinnert sich nun auch wieder an eine Attacke. Antikkraft und Charme. Okay, ich weiß zwar nicht, was so ein kleines Ferkel mit Charme zu tun haben soll, aber egal. So, da war doch jetzt vorhin gerade noch irgend so eine Linie im zweiten Forum fast komplett frei. Na genau, Magneton. Das ist das, wo... Oh, die Queen ist irgendwo aufgetaucht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo denn? Mal gleich mal gucken. Dort ist die Queen. Pyritus. Schon wieder Pyritus. Kann der nicht mal woanders auftauchen? Ah, das heißt, ich kann wieder mal in dem Kolosseum kämpfen, weil der nur dort in Pyritus anzutreffen ist. Aber jetzt erlöse ich erstmal Magneton. Außerdem werde ich erst im nächsten Part gegen die Queen kämpfen. So, solange hat es ja Gott sei Dank nicht gedauert und er hat dieses Krypto-Ultrigaria in seinem Team. So, Magneton, was kannst denn du jetzt? Risikotackle. Und Heilung. Und Regentanz. Hm, warum können so viele Pokémon hier die Heilung? Das verstehe ich nicht. So. Dann gebe ich gleich mal neue Krypto-Pokémon noch schnell rein. Habe ich ja noch jede Menge. Forum 2 ist das Beste, weil hier ist das Tempo auf Maximum. So, schauen wir mal.
Genau, euch geht's allen wieder gut. So, wie wär's mal mit Hypno? Das wäre dann ein richtig starkes Psycho-Pokémon auch. So, Hypno gebe ich aber gleich in das Forum mit dem meisten Tempo, also mit dem Maximum-Tempo. So, dann Razov kommt hier rein. So, dann nehmen wir Arbok hier hin. So, dann nehmen wir noch Omot. So, hier drin ist noch immer Bibor und hier drin immer noch Tauboga. So, dann gehen wir Omot halt mal hier rein. So, und jetzt habe ich hier sogar noch ein siebtes Forum, wo ich jetzt eigentlich auch was reingeben könnte. Und das werde ich auch mal machen. Wie machen wir denn das? Magneton. Quiekel. So. Tangela. So. Und dann noch was. Pflanze. Ne, ist jetzt nicht gerade stark im Gift, ne? Ist ja blöd. So, oder so? Aha. So. Oh, das ist gut. Das hat ja ein richtig geiles Tempo. So, ich will nur kurz probieren. Würde sich was ändern? Verbessern? Nein. Mit Weberak mal nicht. Und mit Schluckbuck auch nicht. Okay, na, das macht ja nichts. So, dann geben wir Mushas mal rein. So. Na bitte, jetzt sind 7 Krypto-Pokémon in Krypto-Biss drin, ey. Wie geil. So, wobei ja Tauboga und vor allem Bibor ziemlich bald erlöst werden. Ich werde da vielleicht sogar offscreen warten, bis die beiden auch erlöst werden können. Dann werde ich da auch noch 2 andere Pokémon reingeben. Es sind ja aktuell sogar nur noch Meparos und Fukano übrig. Alle anderen sind dann sogar schon erlöst. Abgesehen von denen, die jetzt in den anderen Foren drin sind. Und den Rest muss ich mir erst noch krallen. Also, ich werde den Part jetzt mal beenden. Und dann muss ich mir natürlich immer noch einen Weg zur Insel Obscura suchen. Also, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!